Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Empires 2. Return of Rome. Wir sind in der Trajan-Kampagne. Versuchen hier gerade die Blauen jetzt so mal endgültig niederzu. Oh, Steinhauer. Haben wir noch irgendwo Stein? Ne? Hier unten nicht. Hier unten nicht. Da müssen wir mal was gucken hier. Rocket. Warte mal, machen wir erstmal hier. Hier hin. Somas. Wir müssen mal hier gucken, ob heute die Somas dann noch Löwen sind. Somas. Die denn gemacht? Bauarbeiter. Ach, die haben hier das Ding Larry gebaut. Ja. Dabei? Hallo, Mars. Dabei? Ich glaube, so viel braucht man gar nicht mehr machen hier, ne? Aber wir können ja noch einen bauen hier. Umbis. So. Babadakis. Oh, nee. Fünf. Nee. Ich glaube, wir müssen jetzt so langsam hier mal gucken. Kommt's. Rocket.
Seite. Oh. Oh, bin schon wieder am Bevölkerungslimit. Irgendwas haben wir hier noch gleich fertig gemacht. Oh ja, ja. Okay. Ehrfurchtsvoll neben einem zweiten Alexander!
Pause. Stopp. Ich hab noch gar nicht viel gesagt, ne? Hab ich übrigens auch schon gekriegt. Ups, ich hab gewonnen. Na gut. Na, haben wir es geschafft hier. War aber eine schwere Geburt, würde ich mal sagen, oder? Na gut, wir gucken uns das mal an, das Ergebnis jetzt. Eines Tages werden Eltern ihren Kindern von dem Zeitalter von Trajan erzählen. Dem Kaiser, der Rom als marmorne Stadt vorfand und als goldene Stadt hinterließ. War das so? Ironischerweise habe ich keine eigenen Kinder, die diese Geschichte erzählen könnten. Ich habe eine liebevolle Frau. Aber in Wahrheit war Rom selbst immer die Liebe meines Lebens. Vielleicht dachten die Götter in ihrer unendlichen Weisheit, dass ein Mann, der ein ganzes Reich als seine Familie wählte, von Kindern überfordert wäre. Nun, da ich auf meinem Sterbebett liege, zeigen die Götter mir vielleicht indirekt den Weg. Jahrelang litt Rom unter dem Joch grausamer Kaiser, die keinen anderen Verdienst als ihre Blutlinie hatten. Wie Nerva werde ich nun meinen Nachfolger gemäß wahrer Verdienste wählen. Und wer wäre eine bessere Wahl als Hadrian? Dieser loyale Mann, der in meine Fußstapfen trat, aus meinem Beispiel lernte. Und das alles ohne einen einzigen verräterischen Gedanken. Das Leben nach dem Tod ist zeitlos, immateriell und grenzenlos. Ich blicke auf die Männer, die meinen Scheiterhaufen hüten, und höre, wie sie mich jetzt einen Gott nennen. Ich blicke auf das Forum, das ich gebaut habe, die geschnitzte Säule, die meine Geschichte erzählt, und die Stadt, die das pulsierende Herz eines Imperiums ist. Ich lächle, weil ich weiß, dass ich diesen Menschen ein besseres Rom hinterlassen habe, als das, das ich vorgefunden hatte. Gleichzeitig aber nagen Zweifel und Angst an mir. Denn nun, da ich die Messlatte höher gelegt habe, werden andere versuchen, sie zu erreichen. Und ihr eitler Ehrgeiz, ihre Arroganz und ihre unmöglichen Erwartungen könnten Rom in Zeiten zurückwerfen, aus denen ich es einst herausführte. War ich Roms Retter oder sein Untergang? Naja, so, mal jetzt durch. Gucken wir jetzt mal durch. Punktzahl. Oh, ja. Neues werde ich jetzt nicht anfangen. Dann wird das jetzt vielleicht eine kurze Folge. Na gut. Ja, ist der letzte gewesen. Okay, dann haben wir die durch. Da bist du dann Pyrrhus von Epirus machen als nächstes. Gut, gehen wir mal zurück ins Hauptmenü, dann beenden wir das Spiel mal und sagen mal tschüss, bis zur nächsten Folge. War ein bisschen kurz, aber ist ja egal.